Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind hier bei Ra, weiß auch nicht. Und ich bin das erste Mal da, weil es jetzt das erste Mal am Abend ist. Und darauf freue ich mich, aber ja, mal schauen, wie wir den töten können. Scheinbar einer der stärksten. Ja, der Drache ist wahrscheinlich noch stärker. Oder? Keine Ahnung. Eben, ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen und ja, gucken wir mal. So, um 23 Uhr 18 geht's los. Glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was für Zeit es ist. Mal gucken. Ja. Was in 8 Minuten erst? Geht's noch? Ja, was sollen wir bis dann machen? Bisschen herumschauen. Und soll ich schneiden? Ich guck mal hinten. Hat's hier noch welche? Nicht mehr. Ach, Freche. Der Dynaton ist noch hier. Aha. Und da steht einer oder zwei auf dem Fackelständer. Okay. Killt ihn. Killt ihn. Was macht er jetzt hier? Das geht mir gar nicht. Freches Teil. Und jetzt? Ist er tot oder was? Ich sah nichts. Ich habe gar nichts gesehen. Aufs Fechte. Der Bug used. 100 Pro. Der Bug used hier hinten. Hat sich wieder unsichtbar gemacht. 100 Pro. So ein Jäger wahrscheinlich gewesen. Naja. Heute Abend, als ich hier reingekommen bin, also vor 51 Minuten, war ich da ganz außen beim Alsus Fluss, also ich kann es kurz zeigen. Hier so am Leveln kamen zwei Eisen, sahen mich mit 150 HP, sahen sie mich und mussten unbedingt zuerst extrem buffen, dann mussten sie mich umkreisen und dann schossen sie mich ab, aber haben ungefähr 3-4 Schüsse gebracht. Ah, das war so lustig. Ich finde es lustig, wie sie Angst haben. Sie sind herausfordernd, also das heißt zwischen 57 bis Level 60 und hätten null Probleme gegen mich gehabt, aber nein, sie müssen natürlich so lange warten. Ich hätte mich voll regenerieren können, so lange ist es gegangen. Ich hätte mich voll regenerieren können, aber hab's nicht. Ich habe mich einfach hingestellt und bin ein bisschen gehüpft, weil ich solche Levelkiller haben einfach nichts anderes verdient als unfähige, ja, Leveler, keine Herausforderungen beim Killen. Das bringt's nicht. Wieso sollte man sich wehren, wenn man schon sowieso unterlegen ist? Und das fand ich ein bisschen, ja, frech von denen. Also, jo. Aber eben, so sind die Spieler. Natürlich, die Krips sind viel wichtiger als einfach ein bisschen Menschenverstand. Ein bisschen, ja, halt, ja, müssen halt immer Krieg haben, ganze Zeit. So sind die Menschen, wollen immer noch Krieg, wollen immer noch kämpfen, wollen immer noch töten. So ist es dann auch in diesem Spiel. Und ja, Level Killer halt, kleine arme kleine Scheißkinder. Und wo halt einfach keinen Menschenverstand haben. Ja. Für was ist jetzt die Flagge hier? Defensives Signal, wow. Braucht man auch jetzt. Ich hoffe, die geht ein bisschen länger als nur 10 Minuten. Keine Ahnung, eine Stunde oder so? Nö, 40 Minuten. Keine Ahnung. Eben solche Sachen komme ich gar nicht mit über. Sagen halt manchmal ein paar Leute, ich kenne mich nicht aus mit Regnum.
Ja und? Wenn ich der stundenlang spät und alles wissen muss und alles die anderen fragt. Nein, bin ich nicht. Und hallo David, vieles. Okay. Drop Deep. Devantar. Fear of the Dark. Gute Leute. Aber leider nicht so häufig und. Kann jetzt nicht ausrechnen, wie viel Prozent hier Twinks sind oder Spiele, die nur einmal pro Monat kurz reinschauen oder so. Aber zum guten Glück sind jetzt eigentlich hier auch viel hier da. Weil es halt am Abend ist noch mehr. Und sonst ist es eigentlich immer um 12 oder um 1 Uhr oder am Morgen um 6 Uhr oder so. Aber schön, dass es jetzt am Abend ist. Freut mich, auch mal dabei sein zu können, weil ich habe ja extrem wenig Zeit eigentlich hier online zu sein und dann falle ich immer raus, muss ich wieder starten. Das regt mich so ein bisschen auf, weil ich ja meistens inaktiv bin. Weil ich eben trainiere und bei YouTube ein bisschen etwas mache, Kommentare beantworte oder rendere oder sonst irgendwas und deshalb manchmal zu lange inaktiv hier drin bin und rausgekickt werde. Also automatisches Auslog-Zeugs da. Ja, also jetzt ist es bald soweit. Und schauen wir mal. Ich glaube, ich habe ihn mal gesehen. Er sieht aus so wie ein Ritter. Zombie, so irgendwas. Eine Mumie oder so. Also ein Skelettteil. Ja. Und ist ja nicht so groß wie Torkoal. Und keine Ahnung, was er für Attacken hat. Ob ich sterbe während dem Kampf, weiß ich nicht. Oh, da greift jemand an. Hey, ich will ihn auch angreifen. Lol, ist schon wieder ein Jäger, oder? Baba, wie kommt der hier drin? Ah, der hat sich eingeloggt. Ja, dann ist klar. Dann will ich aber ihn auch nicht töten, wenn er eingeloggt wird und dann plötzlich totgekloppt wird, ohne dass er irgendwas sieht. Also ich habe manchmal, wenn ich mich einlogge, kurz schwarz und ganz gleich wieder ein bisschen das ganze Bild weg und dann kommt das Bild. Und Syrtis macht eine Invasion. Schaut euch mal das an. Jetzt haben wir alle Angst vor ihnen. Jetzt kommen sicher alle Syrten hier rein. Und fail. Kann mich wer essen, bitte? Blauhirn, wo ist Blauhirn? Dort hinten wahrscheinlich. Und irgendwo. Liebe in der Schlucht etwas draußen. Ah. Naja, bei Söten. Hin. Okay. So, jetzt geht's wahrscheinlich gleich los. Ich tue mich, ja, ich kann mich jetzt schon buffen. So, was haben wir hier? Das Level 60, Level 55, Level 51. Level 57. Ja. Okay, da bin ich der Kleinste. Oh, ich bin einfach der Kleinste. Das geht mir gar nicht hin. Oh. Puh. Da muss ich schneller leveln. Aber jetzt hatte ich ja diese Internetprobleme gehabt. Da konnte ich nicht leveln. Aber jetzt kann ich wieder öfters leveln. Stehe ich ja morgen um 5 Uhr morgens auf und level ein bisschen. Hat wohl keinen Bock. Oh, Fee. Noch 16 Sekunden oder was? Okay. Da ist er ja schon. Das ist Denra. Der heißt... Ah, der heißt Denra. Der heißt nicht Drahtcool oder so. Wie Torkoal. Ja, und was wird das jetzt?
Der hatte ein Schild oder so. Das müssen wir zuerst tot kloppen. Ach man, ich krieg ihn nicht. Ey, ich will ihn. Wie man wählt man aus? Jetzt. So, mit Umschalt wählt man, glaube ich, schneller auf. Boah, ist viel zu laut. So, jetzt. Kann ich auch mal etwas konzentrieren und muss den Ton nicht hören. So. Schon tot. Frechheit. Okay, was habe ich bekommen? Nix. Okay. Nix. Nächstes Mal wieder. Und dann hoffentlich ein bisschen komplett, also dass man ein bisschen mehr sieht. Vor allem ist jetzt wirklich etwas gewesen, das einfach nur ein Chaos ausgeartet ist. So richtig Chaos. Also, ich schau mal kurz. Nein, ich habe nichts bekommen, ja. Stand demnach nichts. Aber das wird wahrscheinlich irgendwie ausgesucht per Zufall. Und dann der doch nicht. Radstab. Okay. Brauche ich nicht. Papa, wir brauchen doch keine Stäbe. Was ist denn da los? Oh. Schau mal. Danke. Ah Mann, diese blöden Steigungen machen das nicht. Ding ist, dass nicht der das Pad beschworen wird, das Reittier. So, sah mal 1200 warm, was du könnt. Und dann noch bei der Mauer wahrscheinlich, wenn wir es verhindern können. So, die anderen gehen nach Süden, die greifen wahrscheinlich Südis an. So. Da unten ist eine AFK. Kann man den nicht besiegen jetzt? Komm, wir besiegen den. Ah, der lockt sich aus. Ja, toll. Was soll denn das? So ein blöder Ritter, der alles aushält. So. Ich hab nicht zugekommen. Was ist denn das für ein böses Ding? Heute ist das nichts bekommen. Tag. Der nichts bekommen Tag ist heute. Oh, guck mal da. Oh, sie leben wieder. Oh, das ist ein schlimmer Tier. So Alsengetier, Alsengefleuche. Wie das aussieht. So richtig der Sturm auf Schamal, auf Fort Schamal. Boom. Ich will auch. Ich will kämpfen. Ja. So. Hallo. Ah, was ist denn... Kamera wieder los. So. Unser Draco ist hier. Der Draco. So. Und steht jetzt hier irgendwas? Wir bekommen ja gar nichts über. Oder noch nicht. Wie lange geht's? Kein Timer? Ja, kein Timer. Hm. Ja, also wo sind die 1200 jetzt los? Okay. Gibt's nicht. Hat's nicht, gibt's nicht. Also, wir gehen nach Many. Scheinbar. Folge ich einfach dem Draco Thunderbird. Und Fabrice.
und dem Warbeast Beast Dahakai Magma Mater. Okay. Kenne ich auch noch nicht. Aber ich denke, jetzt wird es langsam so vorwärts gehen. So mit Level 55 habe ich dann auch mehr Motivation, die Forts einzunehmen. Und mit Level 6 kann man dann alleine die Forts einnehmen, wenn sie nicht bewacht werden. Und so weiter. Das Aggersburg Fort habe ich schon, also bis zur Mauer, also bis zum Tor, habe ich alle Wachen getötet. Das waren, glaube ich, 2 oder 3. Ich glaube, es waren sogar 3 noch, weil alles abgegradet war. Die habe ich töten können. Auf die Bogenschützen von oben habe ich ein bisschen aufpassen müssen. Aber wenn ich das Tor auch noch hinbekomme, wenn ich stärkere Waffen habe, stärkere Zauber und so, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so das Problem sein. Es ist halt ein Eisentor gewesen und hatte deshalb sehr viele HP, aber zu zweit haben wir es dann geschafft. Weil das auch ein Barbar Level 60 war, wahrscheinlich mit allen Items und so weiter. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Da ist ja auch nix. Ah. Gibt's nichts? Hat's nicht. Ja, sucht irgendwelchen hier drin. Der ist sicher hier drin. Irgendwo her. Ja, warten wahrscheinlich aufs Relikt. Wir wollen ja noch den anderen Edelstein holen. Und so weiter. Okay. Ja. Ark. Für was ist eigentlich das Symbol hier oben? Das muss ein Bug sein. Das müsste das hier sein. Tenax. Tenox ist hier, nicht da oben. Aber das wird, das wird wahrscheinlich bei jedem eigentlich angezeigt. Aber hier unten ist er nicht. Komisch. Ja, Bucky Reckon. Danke. Ja, wieso nehmt ihr jetzt das Ding nicht ein? Gibt es keine Jäger hier, die den Jäger von den Söten auswendig machen können? Hey, Gott, oh Gott. Also, dann wahrscheinlich nach Herbertford oder so. Oder gehen wir nach Schamal zurück. Oder leveln jetzt einfach. Draco ist hier. Naja, es ist, passiert halt wieder wenig. Das ist es. Jetzt haben wir alle eine Ablenkung von Ra bekommen. Den Ra. Und ja, sind wahrscheinlich jetzt wenig motiviert, jetzt gerade wieder weiterzumachen. Oder möchte ich machen Pöschen und so. Ja, leider. Dann gehe ich mal zur Rockwüste und level dort wieder ein bisschen mit euch. Und ja, es gibt halt jetzt gerade nichts zu zeigen. Eferias. Wollen alle Eferias? Okay. Dann gehe ich auch nach Eferias. So, in diese Richtung ungefähr. Dann machen wir Eferias. Einfach zuschauen, wie die anderen es machen. Ja. Beim heute sind zu viele Spieler da und ja, da kann man halt nicht so viel holen. Ich habe lieber gerne Schlachten 10 gegen 10 oder so, aber nicht 20 gegen 500. Ein schlechtes Beispiel, ich weiß. Aber ja, so überlegene Schlachten, auch beim Denra, es macht halt einfach nicht so viel Spaß. Dieser Denra sollte auch instanziert sein. Und oder dass man die Schlucht einfach so nicht betreten könnte, wenn es ja irgendwie eine Anmeldung nötig ist oder so.
Und es sollte jedes Mal besiegbar sein, einfach für Spieler irgendwie all 2 Tage oder so. Ich sage, ja, damit einfach die Sucht ist, nicht jeden Tag alles müssen machen. Okay, und ja, mal schauen. Also eben, ich denke, es geht bald ein besseres Spiel als Retinum. Es gibt ja noch Planet Side 2, das ist leider nicht Rollenspiel, hat aber das gleiche Konzept und so. Und es gibt noch, ja, bei The Elder Scrolls Online gibt es noch so Schlachten, aber die sind immer instanziert und nicht so toll. Also ich habe nie gehört, dass die toll wären. Und ich schaue immer wieder die Kommentare von anderen Spielern an. Auch bei Steam, bei den Spielebewertungen und so weiter. Und ja, schade, dass ich Spiele halt einfach alles ein bisschen langweilig finden und ja, ist halt auch nicht irgendwie ernst meinen, oder? Entweder ist es immer negativ gemacht oder ist es immer positiv gemacht. Und ich kann irgendwie nicht verstehen, dass Produkte irgendwie DVDs und so immer positiv bewertet werden und Games immer negativ. Wieso? Habt ihr das davon? Nein, ihr habt nichts davon, negativ zu bewerten. Und solche Bugs und Balancefehler und so sind halt manchmal da, aber dafür ist das Game nicht schlecht. Und es hat halt einfach Probleme, wie zum Beispiel, dass man fast nie so richtige Vorschlachten hat und immer eigentlich überlegen oder unterlegen ist. Also es ist halt eher ein bisschen unfair, das Spiel, aber ja, ich kann es halt nicht negativ reden, weil es sehr viel Positives gibt. Und das Positive ist eigentlich das, was eigentlich das Spiel ausmacht und nicht das Negative. Und ich habe mich so schon an Regnum gewöhnt und habe einfach es noch so gerne und die Community habe ich gerne und die Zuschauer habe ich gerne, dass ich einfach dran bleibe. Auch wenn es nicht mehr Spiele hat hier online oder dass die Server dann plötzlich down gehen. Ich werde bis zum letzten Augenblick vom Server eigentlich drauf bleiben und Videos machen. Und ja, das ist eigentlich mir einfach wichtig. Weil es gibt, für mich gibt es nicht viele andere bessere Games. Vor allem ist die Motivation halt am höchsten von diesem Game. Da habe ich etwas zu machen. In anderen Spielen habe ich immer so das Gefühl, ich muss es nicht dringend machen. Ich muss es nur machen, wenn ich Bock habe. Und ja. Bei Regnum ist es einfach, man hat so fast wie ein Befehl von einem König, man müsste das Reich einfach beschützen. Und ich habe den Befehl, ich bin Kameramann und mache Kamerafahrten. Oh, schau mal, das ist ja wie. Okay, da sind ein paar am Leveln. Soll ich die killen? So, die Sue ist hier. Und der Fabrice, der Sogar, der Banshee Leo, was? Leons. Banshee Leons. Ah, die sind einfach und anspruchsvoll. So lassen. Gut, dann greifen wir Eferias an. So. Waffen. Komm, blödes Benommenheit. Wenn man ab dem Pferd reist, absteigt, dann ist man benommen. Oder ab dem Panther oder so. So. Oh, Fischern. Okay, ist auch nur ein Holztor. Die Wachen sind nicht sehr mit Feuerball oder Magischuss oder wie das heißt.
Der Feuerball ist, glaube ich, dann der größere mit dem langsamen Schuss. So, dann geht's ab ans Tor. Ja, greif doch an. Oh, blöder Bug. Auf der Seite gibt es immer so einen komischen Bug, den man irgendwie nicht so richtig beeinflussen kann. Es gibt ja diesen Bug, wo man einfach ohne Waffen angreift. Da hat man zwar den Schaden von den Waffen und so weiter, aber man sieht es nicht, wie man angreift. Und so weiter. So. Hier werde ich durchrennen. So. Oh, nur ein. Ah, da vorne ist der zweite. 40 Schaden. Oh, 40 Schaden. Oh, 40 Schaden. Oh, 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 90 Schaden. Oh, oh, oh. Chillt, man. Ja, ich. Ja, ich bin da. So lassen. Und sonst? Nichts mehr geschrieben. Okay. Von mir aus, von mir aus. So. Und wo sind die Jäger, die mir angreifen? Die mich angreifen, weil sie denken, ja, das ist ein leichtes Ziel, ja, greifen wir mal an. So. Fabrice ist hier, die anderen sind, weiß ich nicht, irgendwo am Schlafen. Sie wollen ja ein bisschen unter Kriegsdruck schlafen. Nein, die sind irgendwo am Suchen, scheinbar. Ah, kommt jetzt, kommt. Kommt. Nach oben, nach oben, nach oben. Hm. Wie soll ich die angreifen? Eigentlich könnte ich sie schon besiegen. Ah, okay. Ja, stimmt, das geht irgendwie automatisch, aber... Habe ich nur noch vergessen. So, wir gehen wieder runter. Und müssen doch eigentlich den Stein jetzt holen, oder? Der ist oben, glaube ich. Ja, das kann ich ja nicht. Also mir egal. Was Leute vor's. Was? Leute vors Tor, wenn wer zum Altar will. Welchen Altar? Ah, den Ding-Altar. Okay. Hm. So. Die Geräusche von den sterbenden Wachen sind noch zu erklingen. So. Das ist hier draußen. Okay, das sind mehrere. Text löst hier. Hm. Chiara Luna. Flamey. Hm. Wollen wir die nicht angreifen? Die ist so frech und greift die andere an. Hi du. Aktive Sterbehilfe, das passt. Naja, bleiben wir hier. Was? Kamanki? Hm. Ja, passiert eben wenig. Die 300 abwarten oder was? Hm. Lieber mal was trinken, so. Ja. Ich denke, ich bin jetzt den Part hier, sonst wird er auch zu lange, weil das Internet ist momentan recht schwach. Da brauche ich lange zum Hochladen. Ja, heute halt eben wieder ein bisschen weniger aktiver Part. Der letzte war ja der aktive. Und ich schaue mal, dass es eine Zeit gibt, dann wo ich
ja, wo die anderen eigentlich aktiver sind, oder? Dass ich besser aufnehmen kann. Und sonst gibt's Leveling Parts vielleicht wieder bald und so weiter. Aber ich bleib noch in-game, bis wir den Sirdis-Kristall noch haben. Den Eiskristall und ja, vielleicht nehme ich dann noch einen zweiten Part auf. Mal gucken. Also, bis denne. Tschüss.